Ja, es geht wieder um die Irrtümer von Dr. Markus Krall mit seiner bürgerlichen Revolution und so weiter aus naturwissenschaftlicher Sicht, aus der Sicht auch der zweiten Scientist for Future 2. Professor Rainer Mausfeld, den wir ja auch schon oft kritisieren mussten, weil er auch in vielen Dingen sich irrt und eher sozusagen auch eine teilweise sogar linksextremistische Perspektive einnimmt, hat aber etwas ganz Richtiges gesagt, was sozusagen nochmal einen der zentralen Denkfehler so ein Dr. Markus Krall verdeutlicht. Ja? Also, er schildert, wie sozusagen, das war wohl General Paul von den USA, ja, sozusagen, wie eben in unserem Gesellschaftssystem eine Angsterzeugung stattfindet als Manipulationsinstrument. Ja, schauen wir es uns gleich an, wie General Paul da vorgegangen ist und dass es eben nicht bedeutet, dass er das bewusst und absichtlich getan haben muss, dieser amerikanische Präsident. Das ging nämlich darum, dass also hier Angst erzeugt wurde und dadurch die Bevölkerung bereit wurde, zum Krieg gegen den Irak wegen angeblicher Massenvernichtungswaffen, die es aber nie gab. Ne? Ja. Aber wie gesagt, das bedeutet jetzt nicht, dass wir alles gut finden, was Professor Mausfeld sagt, sondern die Kritik bleibt bestehen, auch wenn er mal was Gutes sagt. Ne? Jetzt schauen wir uns mal an, was dem Dr. Markus Krall zu Recht sozusagen, wo ist es, wo ist unser Bild, zu Recht zu denken gibt, sozusagen. Also, Professor Mausfeld erkennt im Gegensatz zu Dr. Markus Krall, dem das psychologische Gefühl fehlt sozusagen, kommen wir nachher auch noch dazu, der auch dann die Evolutionsbiologie falsch versteht, also nicht ganz richtig versteht, also sozusagen dem sowohl das evolutionsbiologische als auch das psychologische Gefühl fehlt. Und Professor Mausfeld mit seinem etwas besseren psychologischen Gefühl als Psychologe erkennt das natürlich. Und er sagt natürlich hier, jetzt haben wir hier die Situation. Hier haben wir also einen Waffenhändler einen Teil der Rüstungsindustrie und der dazugehörigen befreundeten Politiker. Also hier haben wir jemanden, der ist also Politiker und ist befreundet mit Waffenhändlern und diese Waffenhändler sagen, ja, nein, also wir sollten alles tun, um Frieden zu bewahren und so weiter und sollten jede Möglichkeit suchen, eben Kriege zu vermeiden und so weiter, ja. Solche Waffenhändler und die dazugehörigen Politiker, da gibt es keinen großen Umsatz für die Waffenindustrie und die werden also nur ein kleines Geschäft haben sozusagen. Und dann irgendwann sozusagen vor 400 bis 300.000 Jahren waren die ersten Waffenhändler und wenn wir jetzt sagen, die erste Million der Waffenhändler war wahrheitsorientiert und war sehr friedensorientiert und so weiter. Und die Waffen waren auch in erster Linie nur als Grabwerkzeuge, so Steinäxte zum Ausgraben von Wurzeln oder zum Abhacken von schönen reifen Früchten oder so. Also waren eigentlich gar keine Waffen, sondern nur als Waffen verwendbare Gegenstände, wie zum Beispiel Steinäxte, ja. Und jetzt stellen wir uns vor, Millionen dieser Händler irren sich nicht, aber einer irrt sich, ja, und einer erzählt dann so, wie später dann General Paul sowas wie, ach nein, hier diese Nachbarkommune, die hat Massenvernichtungswaffen und steht kurz auf dem Sprung, euch alle zu überfallen und zu töten mit biologischen Waffen, mit Krankheitserregern und so weiter und allem Möglichen und so weiter, was man natürlich damals noch nicht wusste. Aber ich wie gesagt, das ist jetzt, kommt nicht auf die Details an, sondern nur auf das Prinzip, ja. Und die werden euch alle töten und so weiter. Und natürlich entsteht jetzt in diesen
in den Köpfen der Zuhörer dieses General-Paul-Vorläufers sozusagen entsteht natürlich eine starke Tendenz, sich selbst zu bewaffnen, sei es als Abwehrbewaffnung oder auch um die anderen totzuschlagen, die anderen Kommunen totzuschlagen, bevor die einen bakteriologischen oder chemischen Angriff starten können, was natürlich dann eher jetzt in die Neuzeit gehören würde, ja. Und dann werden diese Art Händler sehr viele Steinäxte verkaufen können und dann bei General Paul werden seine befreundeten Waffenindustriellen sozusagen ganz viel Waffen verkaufen können, denn wenn jetzt der Irak überfallen wird, dann wird natürlich ganz viel Güter werden konsumiert, Waffen werden konsumiert, Patronen werden konsumiert, Raketenbomben werden konsumiert, Treibstoff wird konsumiert, also und alle verdienen daran, ja. Und dann ist das ein sogenannter gewinnbringender Irrtum und jemand, der so, als sei es als Politiker also oder als Waffenhändler, beide werden viele Kinder ernähren können hier und werden sozusagen sich ausbreiten können, werden im Rahmen des Kapitalismus, im Rahmen der freien sozialen Marktwirtschaft, die der Dr. Markus Krall verrückterweise für so gut hält, werden die sich vermehren können und wir werden dann in Zukunft immer noch mehr General Pauls haben, die also sich irren und dann sagen, nein, dieses Land hat Massenvernichtungsmittel, obwohl es gar keine Waffen, Massenvernichtungswaffen, obwohl es gar keine hat und dann überfallen wir das Land und dann mal das Land und dann mal das Land, um uns zu schützen. Ja, und die Bürger glauben das natürlich alles und sind deswegen auch bereit und ziehen willig in diese Kriege. Ne? Ja? Aber genau das hier versteht Dr. Markus Krall nicht, denn das ist ja jetzt auch von Professor Mausfeld ein gelieferter ein Beweisbeispiel, was ganz eindeutig zeigt, dass die freie soziale Marktwirtschaft brandgefährlich ist, kriegstreiberisch ist, total gefährlich, lebensgefährlich für uns alle ist. Und Dr. Markus Krall bleibt davon völlig unbeirrt und predigt weiter seine freie, ideale, tolle, freie soziale Marktwirtschaft und dass wir eine bürgerliche Revolution brauchen, um die freie soziale Marktwirtschaft in der Verfassung felsenfest zu verankern, sodass wir dieses Teufelsding dann nie mehr loswerden könnten oder ganz schwer nur noch loswerden könnten, ne? Ja, also das ist, ja, dann gehen wir mal weiter. Mal zwischendurch was bisschen anderes. Wir kommen gleich wieder stärker zu Markus Krall zurück, sondern ist so, also es war ja in dem gestrigen Video noch so eine gewisse Paradoxie aufgetaucht, wo ich so ein bisschen auch ins Stocken gekommen war. Vielleicht ist es dem einen oder anderen aufgefallen. Denn normalerweise würden wir ja sagen, hier, wir haben gestern über China und Afrika gesprochen, ja, also normalerweise würde ich ja jetzt sagen, wie ist es, wo ist unsere Normalverteilung? Wenn die Chinesen fähige Leute von China nach Afrika schicken würden und die dann Afrika besiedeln würden, dann wäre das ja ein Verlust an Know-how in China. Und die chinesische Volkswirtschaft würde sich dadurch schwächen, weil der durchschnittliche Kompetenzwert in China sozusagen sich ja reduzieren würde und verschlechtern würde, um die Zahl der vielleicht Tausenden von Leuten, die in China dann in Afrika ihre neue Heimat finden, wo sie ja helfen. Und da ist die Lösung, dass es vielleicht gar nicht so ist, sondern dass wir zwei Normalverteilungen uns denken müssen. Hier wäre die, ich zeichne es mal hier mit der Maus, auf die Maus bitte achten, hier wäre die afrikanische Normalverteilung mit der Leistung, beruflichen Leistungsfähigkeit der Afrikaner. Ja? Und die Afrikaner, deren berufliche Leistungsfähigkeit liegt im Durchschnitt ein ganzes Stück, also tiefer als die der Chinesen. Ja? Und dann wäre es natürlich rational, wenn die Chinesen sozusagen leicht unterdurchschnittlich qualifizierte
nach Afrika gehen lassen und dort auch dahin dann auch eine neue Heimat finden lassen würden in Afrika, weil für die afrikanische Normalverteilung an sozusagen sind ja auch die leicht unterdurchschnittlichen Chinesen noch überdurchschnittlich qualifiziert und natürlich dann in Afrika willkommen. Ja? Und dadurch kann dann sozusagen kann China einerseits seine Leistungsfähigkeit stärken, indem es sich trennt von den unterdurchschnittlich Leistungsfähigen, die nach Afrika schickt. Für die Afrikaner ist das ein Zugewinn an beruflicher Leistungsfähigkeit, weswegen sie das herzlich gerne aufnehmen. Aber am Ende ist es so, dass natürlich dann Afrika tendenziell von Chinesen bevölkert wird, nach und nach sozusagen. Und dadurch haben sich die Chinesen ausgebreitet in der Welt und das sind ganz normale Evolutionsverläufe. Also so wird das wohl auch laufen. Also da ist gar kein Widerspruch, also denn China wird sich dann wahrscheinlich, wenn es vernünftig ist, nur von den leicht unterdurchschnittlichen Qualifizierten trennen und die überdurchschnittlich Qualifizierten alle im Lande halten und natürlich auch versuchen, aus der aller Welt, aus dem Ausland auch noch Hochqualifizierte dazu zu gewinnen. Ja? Und das wäre eine rationale Strategie. Ja? Ja, und dann käme es zu einer sanften, eben nicht kriegerischen, friedlichen, pazifistischen Eroberung Afrikas durch China, aber eben friedlich und ohne Gewalt, sondern über Helfen Afrikas, und dann nach und nach werden sich die Chinesen dann, wenn sie durchschnittlich höher qualifiziert sind, werden die sich dann in Afrika ausbreiten und irgendwann wird vielleicht Afrika von Chinesen bevölkert sein, was ja nichts Schlimmes wäre dann in dem Sinne, ne? Ja, so sind die Evolutionsverläufe. Ja, dadurch steigt der in Afrika der Qualifikationsdurchschnitt also an und Afrika insgesamt verbessert sich und so weiter. Ne? Ja. Ich denke nur gerade so am Rande, ja, dass natürlich dann jetzt Rassisten werden jetzt entsetzt. Ne? Die afrikanische Bevölkerung wird vielleicht nach und nach ersetzt durch die chinesische Bevölkerung. Aber das ist nun mal Evolution. Es gibt, am Ende ist es immer so, es gibt für jedes, gibt es immer nur den Weg, jedes, auch Europa. Es gibt keinen anderen Weg, als möglichst viele Kinder von Hochleistungsfähigen zu bekommen, damit da eine größere Chance besteht, dass auch die Kinder wieder hochleistungsfähig werden können und so weiter. Und immer überall ist es so, die ganze Welt in ein paar hundert Jahren, die Nachkommen der Hochleistungsfähigen werden immer die sein, die alles bevölkert. Aber da Europa im Moment eine starke Tendenz hat, sehr viele Kinder zu haben von relativ niedrig Qualifizierten, wird möglicherweise auch Europa dann bald von den Chinesen und den Amerikanern vielleicht besiedelt werden und so weiter. Ja, weil die europäische Qualifikation nimmt auch ganz stark ab. Ne? Habe ich ja schon oft erläutert. Ja. Immer werden letztendlich die Leistungsfähigeren die ganze Welt besiedeln und so weiter. Ja? Und da man in Europa ja im Moment alles falsch macht, weil Europa ist noch höher entwickelt im Kapitalismus und in der sozialen Marktwirtschaft und dadurch sind all diese Irrtümer noch stärker verbreitet. Ich kann es ja mal andeuten hier. Ja, also wir haben eben ganz viele Menschen, die in der Betreuung stellen wir uns hier vor, zwei verschiedene Wohlfahrtsindustrie-Mitarbeiter, sei es Sozialarbeiter, Sozialpädagogen oder ähnliches, was auch immer es da gibt. Also nennen wir es die, wie es Dr. Krall nennt, die Wohlfahrtsindustrie sozusagen oder KenFM so nennt.
Ja, und jetzt schauen wir uns ein an einen Wohlfahrtsindustriellen, der in der Wahrheit ist. Und er sagt, ja, wir müssen also vorsichtig gucken hier. Die Menschen, die ich betreue, die sind sehr niedrig qualifiziert, sind sehr wenig kompetent, haben fast noch nicht mal einen Hauptschulabschluss, haben gar nichts und so weiter. Und wir sollten sehen, dass die auch wirtschaftlich nur so versorgt werden und dass wir es auch denen immer moralisch klar machen, dass es nicht anständig ist, weil es für die Gesamtgesellschaft schädlich wäre, wenn sie jetzt hier sehr viele Kinder bekämen und so weiter. Wir müssen auch die finanziellen Mittel sehr stark reduzieren und dürfen vielleicht für Kinder dann auch gar keine finanziellen Mittel ausschütten, damit es nicht noch einen zusätzlichen Anreiz gibt, viele Kinder in die Welt zu setzen und so weiter. Und solche Wohlfahrtsindustriellen, ja, stellen wir uns also eine Wohlfahrtsindustrielle sozusagen Frau vor, die solche Botschaften vermittelt und eben so Wege sucht, dass dann wenigstens diese Leute irgendwie doch in Arbeit kommen und so weiter. So jemand wäre sehr nützlich für die Gesellschaft, aber für die eigene Karriere eigentlich nicht sehr förderlich, denn dadurch wächst seine Wohlfahrtsbürokratie ja nicht an, sozusagen. Die wird ja nicht größer und so jemand kann kein Vorgesetzter von neuen Mitarbeitern werden, ja, und kann dadurch kein Chef werden, keine Karriere machen, keine Karriereleiter hinaufsteigen. Während stellen wir uns den anderen Wohlfahrtsindustriellen vor und der irrt sich jetzt zufällig. Wie gesagt, stellen wir uns vor, 1 Million Wohlfahrtsindustrielle haben sich nie geirrt, aber dann irgendwann irrt sich der Erste. Und was passiert dann plötzlich mit der Evolution der Bürokratien, der Wohlfahrtsbürokratien? Plötzlich verändern sich die Bürokratien, denn hier, der irrt sich und sagt, nein, also wir müssen den sozial Schwachen hier, den müssen wir fürstliche Gelder zur Verfügung stellen. Ja, denn die brauchen, das ist menschenwürdig, die müssen, und dann für jedes Kind müssen wir am besten noch größere, für jedes Einzelkind noch größere Beträge zur Verfügung stellen. Das gehört sich so und ist moralisch und ethisch und 1000 Begründungen und so weiter, ja. Und dadurch werden hier natürlich ganz viele Kinder geboren, die dann von denen ganz viele unterdurchschnittlich beruflich qualifiziert bleiben und so weiter, weil eben Intelligenz und berufliche Leistungsfähigkeit eben zum größten Teil auch genetisch bedingt und fixiert sind und eben durch Bildung nicht geändert werden können, sondern nur Bildung nur kleine Bewegungen auslösen kann, aber keine großen Bewegungen. Und dann führt dieses wohlfahrtsindustrielle Denken sozusagen, findet überhaupt kein Problem daran, dass unsere hochqualifizierten Leute kaum noch Kinder bekommen. Sogar vielleicht die manche, die in der Wohlfahrtsindustrie arbeiten, sogar auch zu wenig Kinder bekommen, ne? So, und aber was passiert jetzt also mit jemandem, mit dem Ersten, der sich irrt sozusagen? Der kann jetzt nämlich plötzlich Chef werden, denn dadurch, dass jetzt das Problem, dadurch, dass es jetzt dann immer mehr Kinder und immer mehr Menschen im sozusagen wohlfahrtsbedürftigen Bereich gibt, sozusagen, wächst das Ganze an und dann schreit der Wohlfahrtsbedienstete, ja, ich kann diese Flut an, wir können das nicht mehr alleine bewältigen, wir brauchen viele, viele neue Mitarbeiter und der Staat bewilligt dann ganz viele neue Mitarbeiter, denn der Staat ist ja jetzt in dem Irrtum, dass er den Experten vertraut, sozusagen, wie das jetzt gerade bei Corona auch wieder geschieht, dass er nicht sieht, dass er damit den Bock zum Gärtner macht, dass er also sozusagen denjenigen fragt, der daran sich bereichert und bereichern kann. Also wir müssen also endlich begreifen, naturwissenschaftlich, dass wir, wenn wir über etwas beratschlagen, niemals Experten ranziehen sollten, denn Experten sind fast immer Böcke, nämlich also Böcke, die wir dann zum Gärtner machen. Wir machen ja auch eine Schnecke
Schnecke, die uns den ganzen Garten wegfrisst, nicht zu unserem Berater. Denn sie wird natürlich dafür plädieren, für Maßnahmen plädieren, die dazu führen, dass die Schnecken sich weiter ausbreiten können und den ganzen Garten kahl fressen können. Also machen wir doch nicht. Also unsere Gesellschaft, der Kapitalismus, die soziale Marktwirtschaft krankt auch an dem Zentralfehler, immer die Böcke zu Gärtnern zu machen. Also immer die als Experten zu befragen, die finanzielle eigene Interessen und eigene Karriereinteressen an der Sache haben und deswegen natürlich die gesamte Gesellschaft nur allzu leicht in die Irre führen können. Ja? Also das heißt aber, der Staat hört jetzt also so, wie er es ja üblicherweise macht, hören die Politiker auf die vermeintlichen Experten, ja, die es ja angeblich wissen müssen, und dann bewilligen sie ganz viele neue Planstellen für Wohlfahrtsbedienstete in all den Wohlfahrtsbürokratien, und dann wird plötzlich unser Mensch mit seinen Irrtümern wird Vorgesetzter der neuen Mitarbeiter, und die lernen brav seine Irrtumsphilosophie, und damit breitet sich diese Irrtumsphilosophie aus, jetzt auf memetischen, also hat hier viele memetische Schüler und Kinder, und dadurch, dass dann das Gehalt natürlich erhöht wird, wie es ja normal ist für Vorgesetzte, kann er auch viele genetische Kinder hinterlassen und auch genetisch eine ganze Dynastie begründen, ja. Und das macht die ganze Sache so gefährlich, ja. Und und das ist, was Dr. Markus Krall eben nicht versteht, dass eben sozusagen, ja, wie bin ich da drauf gekommen? Ja, eben das sozusagen, die soziale Marktwirtschaft, die freie soziale Marktwirtschaft, dass Dr. Markus Krall eben auch total schädlich ist in Bezug auf die Bürokratien. Also es wird nicht nur die Wirtschaft wird schädlich von uns, sondern alle Elemente der Gesellschaft werden schädlich für uns. Und hier nur das eine Beispiel der Wohlfahrtsbürokratie, wie die dann schädlich für uns werden sozusagen. Ich wollte das nochmal kurz zu Ende sagen hier. Was passiert dann? Also wir haben der gesamte berufliche Leistungsfähigkeitsdurchschnitt Europas sinkt ab und wird immer geringer. Die hier bekommen kaum noch Kinder, die hier bekommen ganz viele Kinder aufgrund dieses aufgeblähten Wohlstaatsbürokratiestaates sozusagen, der dann immer wieder die Polizei, die Politiker zu neuen Geldgaben beeinflusst, und dadurch ist Europa zum Sterben verurteilt. Ja? Also Europa ist zum Sterben verurteilt, weil es in der Konkurrenz der beruflichen Leistungsfähigkeiten hinter USA und hinter China zurückfällt, eben weil Europa extrem kapitalistisch ist, noch kapitalistischer als Amerika. Nur ein Beispiel dazu: Amerika hat keine solche ausufernde Wohlfahrtsbürokratie, und Amerika hat keine so extrem ausufernde Medizin, also das Gesundheitswesen in den USA ist keine solch ausufernde Maschinerie sozusagen, ja, und dadurch ist Amerika deutlich weniger kapitalistisch, deutlich weniger frei sozial marktwirtschaftlich als Europa, und deswegen besteht die Gefahr, dass also eine immer größere Leistungsfähigkeitsunterschied zwischen China und USA auf der einen Seite, vielleicht noch Indien auf dieser Seite, und Europa entsteht, und dann ist Europa kaputt. Naja, gut, dann werden hier lauter auf dem europäischen Gebiet irgendwann lauter Chinesen, lauter ehemalige Inder und lauter ehemalige Amerikaner wohnen, ja, weil sozusagen Europa sich gerade, weil es so extrem kapitalistisch ist und weil es so extrem frei sozialmarktwirtschaftlich ist im Sinne von Dr. Markus Krall, gerade deswegen wird es sich umbringen, Europa, und wird Europa kaputt gehen, eben, es sei denn, es wird dann durch die vielen Zuwanderer aus China und so weiter dann wieder gerettet oder aufgebaut. Aber warum sollen die da nach Europa kommen? Warum,
Warum sollen die jetzt unbedingt auswandern in einen sterbenden Kontinent? Da gibt es wieder die Formel, ja gut, die unterdurchschnittlichen Chinesen kann man ja nach Europa dann schicken und die unterdurchschnittlichen Amerikaner und Inder kann man ja nach Europa schicken. Und dann hat man da einen Fuß in der Tür sozusagen, bevölkerungspolitischen Fuß in der Tür. Und das muss alles nicht bewusst laufen. Das kann alles auch ganz automatisch und unbewusst laufen. Naja, so, dann gehen wir mal weiter. Ein Schluck Wasser zwischendurch. Ja, dann gehen wir mal weiter. Was also nochmal zu Kralls Zentralirrtum zurück. Ich habe es vorhin schon angedeutet, dass er eben auch das Evolutionsbiologische nicht richtig versteht. Er macht also da auch ein Missverständnis. Ja, ich muss gerade nochmal hier unser schönes Bild anschauen, damit das YouTube auch erkennt. Ne? Ja, schauen wir es uns an. Ja. Dr. Markus Krall, ich habe schon immer gestutzt, warum redet er, warum fasst er die Evolution zusammen mit dem psychologischen fast Äquivalent? Er spricht nämlich, die Evolution sei Versuch und Irrtum. Und das stimmt fast, ja, aber das stimmt nicht ganz. Es ist besser, wenn wir so sprechen, dass die Evolution Mutation und Selektion ist und besser noch Variation und Selektion und nicht Versuch und Irrtum. Denn Versuch, das ist beim Gehirn so, dass natürlich das Gehirn, also nein, das gibt eben Tiere. Daher kommt ja die Versuch- und Irrtumsforschung, Trial and Error in der Psychologie, ja, dass man Tiere hatte, ja, und dann eben einfach gesehen hat, diese Tiere probieren zum Beispiel, um aus dem Käfig rauszukommen, probieren sie vieles aus, Versuch, ja, also machen viele Versuche und dann, wenn sie einmal die Lösung gefunden haben, dann neigt das Gehirn dazu, dass sie beim nächsten Mal diesen Lösungsweg schneller finden und nach einiger Zeit haben sie den Weg auswendig, ja, Versuch und Irrtum als Lernaspekt. Aber die Evolution ist eigentlich ein bisschen anders, nämlich es ist eben so, und gerade weil Dr. Markus Krall sozusagen so das verkürzt auf Versuch und Irrtum, versteht er nicht, wie gefährlich seine eigene freie soziale Marktwirtschaft in Wirklichkeit ist. Denn das in Wirklichkeit ist es so, dass wenn wir Variation und Selektion, die richtigen Begriffe nehmen, also Variantenbildung, Unterschiedlichkeitsentwicklung, dann würde, wenn er das richtig so verstanden hätte, dann wäre ihm nämlich klar geworden, dass eben hier es bei Menschen im Gehirn eben nicht nur zu Versuch und Irrtum kommen kann, sondern auch eben einfach zu Variantenbildung und dass dann einfach wirklich das menschliche Gehirn jede unsinnige und sinnige Idee denken kann, die auch nur möglich ist, ja, und dass deswegen dann eben sozusagen hier, ja, zum Beispiel hier dieser Händler erzählen kann, ja, es ist ganz toll, dass hier in den Kommunen so mit den Vorläufern der heutigen Milliardärskönige, dass ihr alle so in Liebe seid und so schmust und dass die Vorläufer der Milliardärskönige in den Kommunen so glücklich sind und deswegen ja auch keine Spaltung zwischen Arm und Reich entsteht, weil alles in den Kommunen stattfindet, ja, und alles voll Liebe ist und voll Schmusen, ach, wie toll ist das und wie schön ist es zu sehen, wie glücklich ihr alle seid, ja? Ja, der wird als Händler nicht allzu viel Konsumgüter verkaufen, weil der erzeugt in seinen Kunden keine künstliche Konsumsucht, eben weil er sich in der Wahrheit befindet. Während der hier sagt, sozusagen, oh, ist das eklig, diese ganze Schmuserei und dieses ewige Stillen und dieser ganze Körperkontakt, ach, ist das alles eklig, dieses Massieren und dieses Felber zum Beispiel betont ja, wie wichtig es ist, sich zu bewegen, Körperkontakt, Massage und Zärtlichkeit und Liebe, so, da ist er also dem Dr. Markus Krall an dem Punkt weit voraus, ja, dieser Händler, der entwickelt diese verrückte Idee, dass das alles eklig widerwärtig und unkeusch sei und so weiter. Und die Leute, die schauen sich an und
fangen an, verklemmt zu werden und ihre eigenen Körperkontakt zu unterdrücken. Die Milliardärskönige werden sexuell nicht mehr befriedigt. Es kommt zu Abspaltungen. Die Milliardärskönige fangen an, ein Eigenleben zu führen. Die Schere zwischen Arm und Reich fängt an, sich zu öffnen sozusagen. Und wir haben eine riesige Spaltung am Ende zwischen Milliardärskönigen und dem Rest der Gesellschaft. Die Kommunen verlieren sich quasi, ja, und so weiter. Auf der anderen Seite spalten sich die Verbrecher ab und so weiter. Aber er kann unheimlich gut verdienen, weil die Leute werden jetzt alle im Sinne einer Ersatzbefriedigung alle konsumsüchtig, kaufsüchtig, shoppingsüchtig und sein Laden brummt. Und weil sein Laden brummt, kann er den hier auskonkurrieren, werbemäßig platt machen. Und die Konkurrenz ruinieren. Und selber da war gerade Störung, da war irgendwie ein Feuerwerk draußen. Was gibt es da denn für ein Feuerwerk? Da ist tatsächlich Feuerwerk. Aber lassen wir uns nicht stören. Ich glaube, das ist hier nur unsere Bank, die hier eine kleine Party vielleicht feiert. Ich weiß es nicht. Oder irgendwas anderes hier. Ja, also auf der anderen Seite vergessen wir die Störung. Es ist... dieser Irrtumsmemträger, also dieser, der diesen Irrtum entwickelt hat, der wird also die ganze Weltbevölkerung in Verklemmte verwandeln, denen die Liebe fehlt und die dann ganz viel Schokolade kaufen später und ganz viel Ersatzbefriedigung, ganz viel Alkohol, Zigaretten und Süßigkeiten. Der wird richtig erfolgreich, kann sich einen riesigen Werbeetat leisten, kann den platt machen. Diese Dynastie oder diese Familie sozusagen, Familien die Linie zum Aussterben bringen, zum Laden schließen bringen. Und er selbst kann viele Kinder ernähren, er kann viel geistige Kinder anziehen, also Schüler anziehen, weil die ja bei ihm lernen wollen, wie man ein reicher Händler wird. Und die lernen alle diese Irrtumsideologie, diese ganzen Irrtumsgedanken und die verbreiten sich mit seinen Nachkommen und seinen Schülern, verbreitet sich dieses im Rahmen, ein riesiges Handelsimperium entsteht und beeinflusst die gesamte über Werbung und über alle anderen Beeinflussungsmöglichkeiten, die es sonst noch so gibt, beeinflusst die gesamte Weltbevölkerung. Alle werden verklemmt, die Milliardärskönige werden auch unglücklich und so weiter. Alle werden unglücklich, aber alle werden kaufsüchtig und das Geschäft brummt, ja. Ja, und das ist eben der Punkt, dass hätte Dr. Markus Krall nicht diesen kleinen Irrtum gemacht, dass er Versuch und Irrtum, die Evolution als Versuch und Irrtum verstanden hätte, sondern als Variation und Selektion, dann hätte ihm schneller bewusst werden können, dass jederzeit Händler ja auch Irrtümer entwickeln können, denn Variation und Selektion heißt, dass praktisch wirklich, also auch beim Genetischen ist es ja so, dass wirklich jeder mögliche und unmögliche jede mögliche und unmögliche Variation denkbar ist und genauso auch im geistigen Bereich jede. Da hätte er dann kapieren können, dass also im geistigen Bereich eben wirklich jede unmögliche und jede verrückte Denkweise möglich ist. Und wenn eine verrückte Denkweise paradoxerweise zu Gewinnen führt, dass sie sich natürlich dann ausbreitet wie ein Virus des Geistes sozusagen. Ja? Wie Viren des Geistes sich dann ausbreiten in der Gesellschaft. Wir sind also, als hier Europa ist eben noch mehr als die USA und China und Indien noch mehr von Viren des Geistes fallen. Also wir haben nicht nur ein Coronavirus-Thema im Moment, sondern gerade weil Europa so extrem kapitalistisch und so extrem frei sozialmarktwirtschaftlich ist, gerade deswegen und weil wir eben auch diese vielen Sozialbürokratien so stark haben und stärker haben, in denen das frei marktwirtschaftliche Prinzip auch wieder
wieder Schäden anrichtet und so weiter. Deswegen hat Europa das Riesenproblem und deswegen ist Europa vom Kaputtgehen her am stärksten gefährdet sozusagen, weil eben sozusagen so, ja, letztendlich wir nicht kapieren, dass wir lauter Irrtumsviren des Geistes in Europa haben, ja, und das, und Dr. Markus Krall leider auch ein Totalopfer solcher Viren des Geistes ist, ja, so, ja, so, dann geht's weiter. Dazu fällt mir übrigens ein, bei Dr. Markus Krall werde ich immer erinnert an Scientology. Ja? Ich habe ja damals die Scientology besucht, ja. Also Scientology sozusagen, da ist das dieser Hubbard, der das Ganze begründet hat. Und das war eben auch so, der hat dann so irgendwie so irgendeinen ein völlig falsches Verständnis der Psychoanalyse Sigmund Freuds gehabt und hat dann da eben sein Geschäft begründet mit dem Verkauf irgendwelcher Auditings, die irgendwie so eine Art ungenaue Kopie der psychoanalytischen Couch-Situation waren, also das Auditing oder Auditing und so weiter. Und damit ist diese Geldmachtsekte Scientology sozusagen entstanden. Ja? Ich habe mich da hingesetzt in dieses Frankfurter Zentrum der Scientology und habe mir mal in die Bücher reingelesen, kostenlos. Da war mir sofort klar, aha, hier ist jemand, der einer noch nicht mal es schafft, den Pseudopsychologen Sigmund Freud richtig zu verstehen, aber spielt ja auch keine Rolle, da Freud ja sowieso auch nur ein Irrtumsgebäude ist. Ist es ja nicht so schlimm, dass er das also nur ganz ungenau kopiert hat sozusagen. Und das ging ja bei ihm sowieso dann nur um das finanzielle Abzocken der Sektenopfer. Ja? Und das Schlimme ist, dass eben auch Dr. Markus Krall mit diesem Versuch und Irrtum, diesem leichten Missverständnis anstatt Variation und Selektion Versuch und Irrtum einzusetzen, ja, eben da auch so genauso daneben liegt wie dieser Ron Hubbard von der Scientology. Ja, ja. Jetzt noch ein paar so eine Zwischenbemerkung mal. Also hier, ich lese mal einfach vor. Kapitalismus beenden, ja, die freie soziale Marktwirtschaft des Dr. Markus Krall muss unbedingt beendet werden. Ja, ist richtig. Aber nicht zusammen mit den verfassungsfeindlichen Verbrechern und oder Raubmördern und Dieben. Ja? Also dieser Satz ist jetzt nochmal gültig, sozusagen. Schauen wir es uns an. Wo ist es hier? Nee, hier ist es doch. Ist doch schon hier. Ja, also ich habe ja schon auch viele Videos gemacht. Wir haben ja in Deutschland und in Europa, in der Welt, haben wir ja zu kämpfen mit verfassungsfeindlichen Linksradikalen, die übrigens auch tatsächlich natürlich sehr wenig intelligent sind. Und wir haben mit all den verfassungsfeindlichen Rechtsextremisten, Rechtsradikalen zu tun, ja, sozusagen, die auch dumm sind. Wir müssen also diese Normalverteilung diesmal nicht so verstehen, wie hier das hier sozusagen, sondern beide Enden sind die Enden des Dummen, ja, und hier wäre jetzt die Klugheit sozusagen. In der Mitte wäre die Klugheit und beide sind sie sehr dumm und sehr ungebildet, also deswegen sind sie ja linksextremistische Verfassungsfeinde, ja. Und das, wo stehen dann jetzt die zweiten Scientists for Future 2? Schließlich wollen sie den Kapitalismus beenden, ja, stehen sie dann etwa hier? Nein. Und sozusagen, ja, stehen selbstverständlich auch nicht hier. Nein, sie stehen nämlich genau in der Mitte. Sie wollen sozusagen eine hochdemokratische Zukunft, eine hochdemokratische postkapitalistische Gesellschaft ohne jegliche rechtsextremistische und rechtsradikale Tendenzen und so weiter. Und sie wollen auch nichts von diesen verrückten Linksradikalen, ja, von den sogenannten Dieben und Raubmördern. Also denn, wie gesagt, das, was Stalin und seine
Konsorten gemacht haben, war ja nichts anderes als Raubmord, ne? Das ging und eine Vortäuschung. Es ging ja niemals um echten Kommunismus, Sozialismus und echte Planwirtschaft, sondern es ging um Raubmord. Und das waren Raubmörder, die einfach nur nützliche Idioten missbraucht haben, die geglaubt haben, dass man es ernst meine mit einem echten Kommunismus, Sozialismus. In Wirklichkeit ging es nur um das Ausplündern dieser nützlichen Idioten, ne? Das Vorgaukeln einer kommunistischen Idee und so weiter. Vielleicht haben die sogar diese Raubmörder und Diebe auch mal am Anfang selbst dran geglaubt, ja. Aber im Prinzip war es nur nichts anderes, als dass Raubmörder die vorherigen Herrscher ermordet haben, ihnen alles geraubt haben und sich selber an die Stelle gesetzt haben. Ja? Und dagegen verglichen mit diesen linksextremistischen potenziellen Raubmördern und Dieben und mit den rechtsradikalen Raubmördern und Dieben sozusagen, verglichen damit sind die zweiten Scientists for Future 2 mit ihrem sanften, behutsamen, naturwissenschaftlichen, fundierten Beenden der freien sozialen Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall, also das Raubtierkapitalismus sozusagen, und mit einem Chance geben für einen echten, wie ich vorhin ja beschrieben habe, in den Urszenen, ja, die ursprüngliche, echte, urkommunistische Lebensweise und ursozialistische Lebensweise und dass wir zurückfinden zu einer idealen Planwirtschaft mit dem richtigen Verhältnis an staatlicher Steuerung und dem richtigen Verhältnis von Wettbewerb, von Markt, von Leistungsmessung, Transparenz, Leistungsranglisten und so weiter. Alles in dem richtigen Mischungsverhältnis, so die ideale Planwirtschaft einzuführen, die natürlich diese Raubmörder nie einführen konnten und nie einführen werden können, weil sie dafür auch viel zu dumm sind und umgebildet und genauso die auch nie können werden, sondern das muss halt die Spitze der Weltwissenschaft machen. Ja? Die ideale Planwirtschaft einführen und dann besteht eine große Chance, dass Europa sich von selbst wieder urkommunistisch, ursozialistisch, urmatriarchal entwickelt, also weg von diesen patriarchalen, kranken Aspekten und so weiter. Ja, und dann alle glücklich sind und die Milliardärskönige sozusagen wieder richtig aufblühen und ein richtig glückliches Leben haben, wieder im Rahmen ihrer Kommunen, wieder alles den Frauen und Kindern schenken und alle sind glücklich. Und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie noch heute oder in Zukunft. Ne? Deswegen also noch einmal der Gedanke, also wo stehen die zweiten Scientists for Future 2? Sie sind die einzige echte Mitte, ja, denn alles andere ist linksextremistisch, linksradikal, raubmörderisch und dieberisch primitiv und das andere ist rechtsradikal primitiv. Übrigens muss ich dazu sagen, vielleicht ganz kurz zu erwähnen, ja, vielleicht denkt Dr. Markus Krall, ja, ich habe ja so viele Fans im Internet. Ich durfte mir anschauen, bevor sie gelöscht wurden, die Kommentare, die Krall-Fans sozusagen, die Krall-Fans unter die von den die befreundeten Kanäle veröffentlichen ja hier meine Videos und so weiter und bitten mich ja auch immer wieder weitere zu besprechen. Und die haben dann unter den Videos, kritischen Videos gegenüber Dr. Markus Krall, viele negative Kommentare gefunden. Ja, und aber ich habe mir die angeschaut, das zeigte sich ganz klar. Also Herr Dr. Krall, denken Sie nicht, dass Sie gute Fans hätten, sondern die Texte waren so voll von Schreibfehlern, von Denkfehlern. Kein einziges Argument, das ich ausgeführt habe, wurde jemals verstanden. Es waren also ein Sammelsurium von geistig Unterbelichteten, die da sie vehement verteidigt haben und ihre Fans und Gläubigen sind. Das erinnert mich an Adolf Hitler. Der hatte auch lauter Deppen, die ihm zugejubelt haben, sozusagen. Und daran sollten Sie sich nicht
darin keine Stütze sehen. Natürlich wollen auch die zweiten Scientists for Future 2 irgendwann doch mal auch verstanden werden, aber doch nur von den Gebildetsten und von den Fähigsten und nicht von, sie wollen doch keine Nachfolger aus dem Deppenbereich sozusagen haben. Und ich darf Ihnen sagen, Dr. Markus Krall, Sie haben ganz viele Fans, die ganz vehement für Ihre Ideologie kämpfen, aber das sind offensichtlich total geistig Unterbelichtete, die dann auch nur beleidigen können und so weiter. Und auf jeden Fall wurden alle Kommentare gelöscht, weil in jedem Kommentar waren irgendwelche Beleidigungen drin. Und wie gesagt, die Rechtschreibung war katastrophalst und die Fähigkeit, kein einziges Argument, was ich vorgebracht habe, wurde auch nur in einem der Kommentare richtig verstanden, sodass wir also sagen müssen, Herr Dr. Markus Krall, machen Sie sich klar, die Ihnen zujubeln, das sind überwiegend ungebildete, unqualifizierte Leute und davon haben Sie gar nichts. Ne? Und das sollte Ihnen eher ein Alarmsignal sein. Wenn ich solche Fans hätte, das wäre höchste Alarmstufe rot. Also ich will hier mit den Videos die Klügsten unter den Milliardärskönigen erreichen. Ich will einen einzigen sehr klugen Journalisten erreichen, der das Ganze in die Mediendiskussion bringt. Am Ende wird das immer eine Sache der Obersten. Alles, was wir hier besprechen, wird automatisch immer eine Sache der obersten 10% der Bevölkerung sein. Und das Glückliche ist, dass wir ja in unserer Demokratie, bei unserer niedrigen Wahlbeteiligung, dass dann diese 10% nur irgendwie versuchen müssen, noch 20% andere zu erreichen, denn mit etwas über 30% können sie schon den Regierungschef stellen in Deutschland. Also sie brauchen eigentlich nur über 30%, 31% des klügeren Teils der Bevölkerung brauchen wir nur zu gewinnen. Und das ist deswegen natürlich ein unheimlich schwerer Weg, weil eben wir erstmal diese 10% überzeugen müssen. Und für die ist es auch eine hohe Anforderung, denn die zweiten Scientists for Future 2 sind natürlich intellektuell hier ganz rechts außen, ja, wo jetzt die Maus steht. Und das ist auch für diese 10% extrem schwierig, dem folgen zu können. Ja. Und dass die 10% das dann verstanden haben und dann noch 20% gewinnen, bis das Ganze dann regierungsbestimmt wird, ja, ist ein schwieriger Job. Aber ich hoffe, dass es bald geschieht. Ne? Aber wie gesagt, Dr. Markus Krall, seien Sie auf der Hut. Viele, die Ihnen zujubeln, die möchten Sie eigentlich gar nicht als Fans haben. Ne? Ja, wenn Sie die Kommentare gesehen hätten, dann hätten Sie sich geschämt, Ihre eigenen Fans. Ne? Ja, und hätten dadurch vielleicht sich sogar gedacht, vielleicht muss ich meine Theorie mal überdenken. Denn wenn solche Leute mir zujubeln, dann stimmt da was nicht. Ne? Ich lese mal zu Ende. Noch einmal einen Schluck Wasser, Entschuldigung. Ja, jetzt überspringe ich den Teil, der ist hier, ja. So, weiter geht's mit Dr. Markus Krall. Ja, Dr. Markus Krall macht was, was man durchaus bedenken kann. Er spricht an, dass er selbst kritisch denkt über unsere Medienlandschaft. Ja? Ja, und das hat mich inspiriert, nochmal deutlich zu machen, wie die Lösung der zweiten Scientists for Future 2. Nehmen wir mal an, Dr. Markus Krall hätte recht und die Medienlandschaft sei wirklich ein Problem. Ja, dann sage ich mal die Lösung, wie sich die Medienlandschaft durch die zweiten Scientists for Future 2 verändern würde. Bei jeder Wahl, habe ich heute noch gar nicht erwähnt, ne, die zweiten Scientists for Future haben ja als ein Diskussionsthema ja die Wohlfühlstimme, die sogenannte Wohlfühlnotenwahlstimme oder kurz Wohlfühlstimme und die Gesundheitsdaten, ja. Sodass alle Verdienstzuschläge in der Gesellschaft abhängig gemacht werden von meiner Gesundheit und meinem steigenden Wohlbefinden beziehungsweise meinem sinkenden Wohlbefinden oder meiner sich verschlechternden Gesundheit.
Und dadurch wird die gesamtes wirtschaftliches Handeln sozusagen gelenkt in Richtung Wohlfühlförderung und Gesundheitsförderung. Ja? Und das wird dann aber auch für die Journalisten gelten. Das wird also auch für unsere öffentlich-rechtlichen Medien zum Beispiel gelten oder überhaupt für Medien gelten, denn bei jeder Wahl sollten dann die Bürger auch noch einen zusätzlichen Wahlzettel bekommen, wo sie ankreuzen, welche Medien sie schauen, welche Zeitungen sie abonniert haben, welche Medien sie schauen, wie viel Zeit sie ungefähr für jedes Medium verwenden, wie viel Prozent ihrer Medienkonsumzeit sie dafür verwenden und so weiter. Und die statistische Auswertung guckt dann nach, sozusagen, ob ein Fernsehsender oder eine Zeitung irgendwie einen positiven Einfluss hat auf die Wohlfühlnotenentwicklung, also auf die Tatsache, dass die Menschen länger, gesünder und glücklicher leben, oder das Gegenteil bewirkt sozusagen mit allem, was sie tun. Also auch der Journalismus würde dann der gleichen, das wäre einfach nur ein Teil der Gesamtwirtschaft und die gleichen Dinge, Maßstäbe würden angelegt werden, aber natürlich müsste man anders als sozusagen, ja, man müsste es vielleicht mit einem extra Fragebogen, also Wahlzettel erheben, was die Leute für einen Medienkonsum haben. Und dann hätten wir diesen Bereich auch wieder, dann hätten wir eine perfekte Medienlandschaft, die alles tut für die Bürger sozusagen. Ja, und ja, und dann auch sicherlich auch Reformvorschläge sozusagen. Im Moment ist es ja so, dass neue Lösungsideen von den Medien leider nicht aufgegriffen werden, sondern nur die alten Lösungskonzepte, weil ja auch in den Aufsichtsräten natürlich dann die politischen Altparteien natürlich sitzen und dadurch natürlich auch das Mediengeschehen mitbestimmen. Aber das wird sich dann ja alles ändern, weil dann die Wohlfühlnoten und das wird dann schon dazu führen, dass auch die Journalisten also in die öffentliche Diskussion schnellstmöglich auch neue Gesellschaftsverbesserungsideen reinbringen werden, und dann wird das insgesamt zur Verbesserung kommen. Wenn das noch nicht ausreicht, werden die zweiten Scientists for Future 2 die ausreichende Vorbildung haben und da noch viele Nachbesserungssysteme dazu zu bauen. Wenn wir sehen sollten, dass es immer noch keine genügende Akzeptanz oder keine genügende Würdigung des innerbetrieblichen, innerstaatlichen Vorschlagswesens der Bürger gibt, dann müssen wir da halt auch nochmal nachbessern. Ja, ja, Felber hat sogar im Gegensatz zu Dr. Markus Krall also dann noch ein etwas differenzierteres sozusagen. Felber ist ja gerade aktuell gewesen bei Thilo Jung und Naiv, ja. Hat er doch einen etwas differenzierteren Blick. Er macht zwar einerseits, Felber macht den gleichen Grundfehler im Prinzip wie Dr. Markus Krall, aber eben widerspricht sich teilweise selber, indem er nämlich sagt, ja, nee, also so den Adam Smith so falsch verstehen, wie das also ein Dr. Markus Krall ja macht, das tut er dann eben doch nicht so ganz, weil er dann doch so sagt, ja, dieses naive Missverstehen. Also Adam Smith hat ja hunderte von Seiten geschrieben und von ihm werden eigentlich immer nur zwei, drei Sätze missbraucht und die werden dann auch noch missverstanden und so weiter und aus dem Kontext gerissen, und das genau macht Dr. Markus Krall. Er versteht eben und missversteht den insgesamten Adam Smith völlig und nimmt den als Rechtfertigung, also für seinen Aberglauben, Markt sei immer gut. Ich habe ja eben die ganze Zeit an den Bildern aufgewiesen, dass Markt eben eine Katastrophe ist, solange es nicht im Rahmen einer idealen Planwirtschaft ein gelenkter Markt ist. Ein ungelenkter Markt ist immer ruinös. Das habe ich ja jetzt auch in dem anderen Video von heute, das ja auch erscheint, eben lang oft genug bewiesen. Ja,
Aber Adam Smith ist ja, wie gesagt, leider hat er eben diese missverstehbaren Äußerungen gemacht. Und Kralser fasst das ja so zusammen, ja, wenn jeder, Adam Smith fasst er ja so zusammen, ja, wenn jeder seinem Eigennutz dient, dann dient das dann auch dem Gemeinwohl und der Gesellschaft. Und das ist sein Zentralirrtum ja gewesen. Ja. Ja, und dann spricht Kral noch mal etwas Interessantes an, nämlich ein gutes Sozialsystem. Spricht da zitiert er einen ehemaligen FDP-Vorsitzenden und sagt dann so, also ein gutes Sozialsystem schützt die Schwachen vor den Faulen. Ja, das ist natürlich bedenkenswert, ja, wie weit die Schwachen geschützt werden müssen von den vielen Trittbrettfahrern, die als Faule sozusagen die Sozialsysteme missbrauchen und abkassieren und so weiter. Und das ist, deswegen ist ja auch bei den zweiten Scientists for Future 2 sozusagen eine ganz offene, freundliche Diskussion darüber, wie weit bedingungsloses Grundeinkommen überhaupt möglich ist oder nur die Faulheit unterstützt oder wie weit man, wie das ein Professor der zweiten Scientist for Future 2 braucht, auch so ein Stück eine gesunde Angst in der Gesellschaft braucht, damit ein Minimum an Leistungsmotivation da ist. Oder die andere Seite auch, ein Professor, so wie weit entfaltet sich gesellschaftlich nützliche Aktivität gerne und bereitwillig, wenn der Terror einer Sozialbürokratie weg ist, sozusagen, und das bedingungslose Grundeinkommen da ist. Das ist eine der wenigen Fragen, die die zweiten Scientists for Future 2 noch nicht endgültig beantworten können. Ne? Ja, dann KenFM sozusagen fragt dann Dr. Markus Krall, war Karl Marx für Sie ein Idiot? Ja? Ich sag mal, wie ich antworten würde, ja, also der war schon ein Idiot, ja. Anstatt die wahre Gefährlichkeit, die ich ja jetzt mit den vielen Beispielen aufgewiesen habe in den heutigen beiden Videos, sozusagen, anstatt die wahre Gefährlichkeit des Kapitalismus zu erfassen, was zugegebenermaßen für ihn schwer war, weil Darwin ja ungefähr zeitgleich mit ihm war. Also man muss von ihm nicht verlangen, dass er schon die Evolutionsbiologie schon verstanden haben muss, sozusagen. Also, aber immerhin also er war jedenfalls nicht in der Lage, so kurzfristig Charles Darwin zu verstehen und deswegen kam er zu einer falschen, verharmlosenden Analyse des Kapitalismus. Und statt die wahre Gefährlichkeit des Kapitalismus zu erfassen, hetzte er einfach nur die Leute auf die angeblichen bösen Kapitalisten. Und ich habe ja in allen Videos immer aufgezeigt, unsere geliebten Milliardärskönige waren nie böse, ja, sondern das ist nur eine Ideologie. Das ist eben dieses Schwachsinnige von diesen ganzen linksextremistischen, den ganzen geistig behinderten linksextremistischen und linksradikalen Raubmördern und Dieben, ne, die wir ja auch in Deutschland zur Genüge haben, ja, und die leider sich Fridays for Future, ich fürchte, immer mehr gekapert haben und unterwandert haben, sodass wir jetzt also nicht irgendwie halbwegs kluge Schüler bei Fridays for Future und Greta Thunberg haben, sondern ich fürchte, wir haben dort jetzt längst mittlerweile diese ganzen sozusagen linksextremistischen Verfassungsfeinde, potenziellen Raubmörder und Diebe. Ne? Meine Erfahrung bestätigt das jedenfalls. Ich hoffe deswegen, liebe Fridays for Future, kämpft darum. Ihr müsst diese Leute rausschmeißen. Ihr müsst darum kämpfen und dann kooperiert mit den zweiten Scientists for Future 2. Dann werden alle eure Klimaschutzziele erfüllt werden können. Denn diesen Luxus können wir uns dann leisten, denn die zweiten Scientists for Future 2 können jedes Jahr bis zu 500 Milliarden dauerhaftes Wirtschaftswunder erzielen und dann wäre sozusagen eine Vorreiterrolle beim Klimaschutz, würde uns dann quasi nur noch Peanuts kosten und das können wir dann gerne machen, wenn Deutschland dann und Europa sozusagen der ganzen Welt wirtschaftlich so davonziehen, dann können wir uns auch die Vorreiterrolle beim Klimaschutz wirklich leisten, was ja jetzt nicht möglich ist. Ja, also ein Sozialsystem, also das habe ich ja vorhin auch schon erklärt, war das jetzt in dem anderen Video oder in dem, dass also natürlich unsere Wohlfahrtsbürokratie ja natürlich schädliche Verläufe genommen hatte. Ja, also
Eine ganz gute Idee von Dr. Krall finde ich dann hingegen, dass er, deswegen beschäftige ich mich ja mit ihm, wenn er nur blödsinnige Ideen hätte, wäre ich ja gelangweilt. Aber kommt ja auch immer mal was Interessantes. Er sagt dann jetzt sozusagen, wie wäre es denn, also so, ich verstehe mal seinen Ansatz, verstehe mal auf meine Weise zum Beispiel das gesamte Meer und die ganzen Fischgründe der Erde. Wie wäre das, wenn wir das auf die 200 Staaten der Erde aufteilen würden, fair, vielleicht mit Berücksichtigung des Wertes der jeweiligen Fischgründe, ganz unabhängig davon, dass ich denke, die Menschheit sollte sowieso vegan werden und vegan leben. Aber es gibt ja Forscher, die sagen, ganz kleine Mengen an Fisch können durchaus das Leben manchmal verlängern, zumindest statistisch. Ja. Also ob das stimmt, weiß kein Mensch. Aber bleiben wir mal offen für Fischkonsum. Ja. Aber und er sagt dann eben, ja, wenn das Eigentum, wenn also an den Meeresgebieten Staaten Eigentum hätten, dann gäbe es auch keine Probleme mehr mit der Überfischung, weil jeder Staat natürlich sein eigenes Gebiet begärtnern würde und eben dafür sorgen würde, dass es immer genügend Nachwuchs an Fischen gibt und also nicht überfischen würde. Ja, also zum Abschluss, also mal wieder, das ist doch eigentlich eine ganz gute Idee von Dr. Markus Krall, die ich so noch nicht gehört hatte von anderen. Also immerhin mal wieder was Interessantes. Das zeigt mir, dass Dr. Markus Krall, dass es sich lohnt, mit Dr. Markus Krall trotz seiner Riesenfehler zu beschäftigen, weil ich habe ja keine großen Alternativen, denn die ganzen anderen hier im Internet, wir haben im Internet hier, wenn wir das Bild nochmal so sehen, dass die zweiten Scientists for Future hier in der Mitte sind und die Klügsten hier in der Mitte sind sozusagen und wir die Linksextremisten, die Dumpfbacken haben, die also die Verfassungsfeinde, die potenziellen Raubmörder und Diebe hier links außen haben und rechts außen die anderen Raubmörder und Diebe des rechtsnationalen und nationalsozialistischen Lagers und so weiter. Und was da alles im Internet kursiert, also das ist ja so unterirdisch vom Niveau. Also ich beschäftige mich also nur mit Dr. Markus Krall mit den niveauvollsten sozusagen, das eher tendenziell leicht rechten Lagers und leicht linken Lagers, so wie Professor Mausfeld auf der linken Seite wenigstens noch ein gewisses Niveau hat, wie auch Ulrike Herrmann. Aber zum Beispiel Nico Pesch war mir zu unterirdisch vom Niveau her, also das habe ich jetzt mal weggestrichen. Also nach dessen Videos suche ich jetzt nicht mehr, ne? Also weil mir das dann doch zu unterirdisch ist vom intellektuellen Niveau. Ja, also ich hoffe, es war wieder interessant, die Auseinandersetzung zwischen Zweite Scientist for Future 2 und Dr. Markus Krall zu verfolgen. Und ich hoffe, dass es auch bei den Fans von Dr. Markus Krall einige Intelligente gibt, die dann umschwenken und zu den zweiten Scientists for Future 2 überwechseln. Ja? Tschüssi.